Heute Nachmittag kurz vor 4. Holstein gewinnt 2:1 und knapp 7.000 Fans fallen knapp 7.000 Steine vom Herzen. Antwort auf den Platz gegeben, da wo es hingehört. Kein Verbandssportgericht oder sonst wo. Wir haben auf dem Platz die Antwort gegeben. Wir sind mit dem Druck umgegangen. Habt ihr super hinbekommen. Glückwunsch, Jungs. Spitzenreiter! Jawohl! Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Knapp 2 Stunden vorher. Es liegt ja einzig und allein an Oberneuland. Ne? Natürlich, auf der einen Seite freuen wir uns. Aber wenn wir in dieser Situation, wie jetzt Holstein Kiel, wären wir natürlich auch angefressen. Ganz einfach. Aber freuen darf man sich ja wohl, oder? Also, ein Holstein-Sieg heute und der ganze Stress mit dem Punktabzug ist egal. Besonders einer macht richtig Dampf, Stürmer Marcel Schied. Sein 1:0 nach 9 Minuten eine erste große Erleichterung. Holstein jetzt Meister. Aber Havelse ist auch noch da. Nur 1 Minute später fällt schon der Ausgleich. Jetzt stehen die wieder. 2 Punkte vor Holstein in der Tabelle. Meisterschaft erstmal wieder weg. Und das bleibt so, bis kurz vor der Pause. Der Ball mal wieder vor dem Tor von Havelse. Und dann 10 rekordverdächtige Sekunden in der Luft. Bis er bei Marcel Schied ankommt. 2:1 Holstein, Matchwinner. Ich glaube, wenn man 2:1 gewinnt und man macht 2 Tore, dann kann man das, glaube ich, so stehen lassen. Aber ich denke, es war von der gesamten Mannschaft von der Einstellung her eine richtig gute Leistung. Und darauf können wir aufbauen. Nur kurz vor dem Ende des Spiels wird Havelse noch mal gefährlich. Aber die Querlatte rettet Holstein die vorzeitige Meisterschaft in der Regionalliga Nord. Ich glaube, vorgestern die Nachricht, als kam, das war für die Mannschaft ein Genickschuss. Wir saßen gestern Abend noch mit einigen Spielern beim Essen zusammen und haben gesagt, jetzt erst recht, was diese Saison alles passiert ist. Wir haben gedacht, wir haben viel erlebt, aber das war unglaublich. In einer Woche entscheidet sich, gegen wen Holstein in den beiden Qualifikationsspielen ran muss. Entweder gegen Hessen Kassel oder den SV Elversberg.